Was ist mit den Hühnereiern? Hühner legen doch ständig Eier. Man könnte sie essen, damit sie nicht wegkommen. Oder soll man auf sie ebenfalls verzichten? Wir produzieren ja auch nicht nur Sinnvolles, zum Beispiel Exkremente. Und was? Muss man das verwenden? Hunde essen das zum Beispiel. Und wie? Sollen wir jetzt ihnen gleich sein? Und wozu braucht ein normaler Mensch Hühnermenstruation zur Kost? Wo ist der Sinn? Es gibt Nahrung, die die Menschen zur Unwissenheit, Tamas, zur Leidenschaft, Rajas und zur Harmonie, Sattva, führt. Und nun muss man auswählen. Eier, also Hühnermenstruation, gehört zur Unwissenheit. Der Mensch verfällt in Unwissenheit. Wenn der Mensch in Unwissenheit leben will, kein Problem. Soll er das essen? Das wird ihm nur Nutzen bringen. Er wird unwissend, wenn er das will. Wenn er eine aktive Lebenshaltung einnehmen will, dann soll er Nahrung der Leidenschaft zu sich nehmen. Wenn er allerdings schlau und gütig sein will und möchte, dass bei ihm der Kopf vernünftig arbeitet und er evolutioniert, dann soll er Nahrung der Harmonie verzehren. Ist doch alles einfach. Der Mensch isst das, was er isst. Essen kann er alles, was er will. Das Ergebnis jedoch fällt unterschiedlich aus.